Willkommen zurück, liebe Genossen. In Folge 64 sind wir jetzt. Und ich glaube, es passiert tatsächlich. Der Zug hier, der ist losgefahren. Also nachdem ich die Verbindung hier neu gebaut habe, gilt sie dann auch tatsächlich als verbunden. Jetzt ist der losgefahren. Ich hoffe jetzt, dass nicht dasselbe passiert wie beim letzten Mal, wo ich so euphorisch war, dass der durch die Bahnhöfe durchgefahren ist und hier dann nicht mehr weitergekommen ist. Wir werden sehen. Aber auf jeden Fall fährt er jetzt mal. Jetzt bewusst auf die normale Geschwindigkeit, um den Moment so lange zu genießen, bis er scheitert. So, er fährt zur Endstation. Da fährt er jetzt hinein. Und in dieser Endzeit, variable Zeit, automatischer Abstand, ja. Das heißt, er fährt nach draußen. Ach, wir machen schneller, das dauert mir zu lang. So, er hält, lässt die Leute theoretisch einsteigen, fährt jetzt weiter zum nächsten Bahnhof. Und so weit waren wir ja schon mal. Er hält an, ist theoretisch aussteigen. Er fährt weiter. Meine schöne Schleife entlang. Fährt jetzt hier durch, genau, weil ich ihm gesagt habe, da brauche ich nicht nochmal anhalten. Fährt jetzt zur Innenstadt. So, und jetzt fährt er hier rein und jetzt müsste den ganzen Weg ja wieder Retour fahren, richtig? Nein, er wechselt das Gleis. Jetzt kann er das Gleis wechseln. Ich kann also hier tatsächlich zwei Züge fahren lassen. Und er muss nur vom Innenstadt ins Industriegebiet und dann kann ich den Halt hier eigentlich löschen. Ich lasse ihn trotzdem nochmal das fahren. Also er fährt jetzt hier runter. Ja, und jetzt fährt er durch den Bahnhof normalerweise durch, weil von hier unten bringt er eh nichts nach oben. Also kann er hier auch durchfahren. Das macht er auch. Und jetzt fährt er normalerweise durch den Bahnhof auch durch. Genau. Fährt in die Endstation rein, wechselt hier dann auf magische Hand die Seite und fährt wieder runter. Juhu, meine U-Bahn fährt und ich kann hier jetzt endlich sagen, jawohl, bitte Arbeiter warten. Hier unten soll bitte niemand warten. Genau, das ist richtig so. So, der Erste wartet. Wir warten natürlich dann viel zu lang. Jetzt warten die Ersten. Halt mal kurz an, weil ich muss noch einen zweiten Zug kaufen. So, und lieber Kollege, holst du den bitte ab. So, in der Innenstadt warten sehr viele Leute. Der Zug, ja, der braucht schon lange. Also ja, da verschwinden die ersten schon wieder. Muss ich da vielleicht sogar drei Züge fahren lassen. Hier warten, die warten viel zu lang. Also zwei ist ein Muss. So, aber jetzt. Die ersten Fahrgäste steigen ein. Jawohl. Die ersten 68 Kollegen werden per U-Bahn ins Industriegebiet gefahren. Herrlich. Steigen hier aus. Wieso steigen hier nur 55 aus? Industriegebiet. X beladen.
Nur entladen. Wo fahrt ihr hin? Ihr fahrt jetzt einfach im Kreis, ihr Idioten. Nee, hier wird zwangsentladen. Die kann ich rausnehmen, weil ich nur Arbeiter mitnehme. In der Innenstadt soll aber nichts entladen werden. Okay, das war mein Fehler. So. 120 Arbeiter. So, mittlerweile dürfte der ja angekommen sein, oder? Jawohl, der zweite ist da. Du darfst da fahren. Warten. Hä? Im Industriegebiet musst du entladen. Was ist los mit denen? Warum steigen die da nicht aus? Fährt es zur Innenstadt, hier belädt er jetzt. Jetzt ist er komplett voll. Und jetzt fährt er zum Industriegebiet und da. Hier, zwingt die Bürger an dieser Haltestelle auszusteigen. Ja. Das macht die jetzt hoffentlich auch. Ja, aber nicht alle. Wieso steigen die nicht alle aus? Moment. Ach, der. Achso, der fährt jetzt nicht raus, weil hier wahrscheinlich. Doch. Hä? Ja, doch, der zweite hier fährt auch. Hat auch 45 Arbeiter an Bord. Was machen die? Warum steigen die da unten nicht aus? Weil hier nicht so viele Leute gebraucht werden, oder wie? Ja, Leute, was ist hier los? Warum steigen die hier nicht aus? Was ist das schon wieder für ein Problem? Ah, guten Abend. Da werden die Arbeit da begrenzt. Regenbogen, Blut, schön, dass du schreibst. Ja, schon, aber du siehst ja, das Ding ist nicht voll. Das ist auch nicht voll. Gut, ansonsten hier sind nicht so viele, aber dann sollen auch nicht so viele einsteigen. Ich meine, theoretisch können die von hier aus per Fuß, also zu Fuß das komplette Industriegebiet erreichen. Also eigentlich könnten sie alle, die da einsteigen wollen, könnten gut und gerne auch da unten aussteigen und zu Fuß irgendwo hinlaufen. Wenn die natürlich jetzt die halbe Belegschaft im Kreis fahren und die Leute nicht aussteigen, ich meine, ich probiere es mal und gebe mal hier 10 mehr rein und hier auch. Hier sind wir schon beim Maximum. Ja, nur Lebensmittelfabrik können wir vielleicht noch erhöhen. Die Fabrik erhöhen wir. Was brauchen wir hier? Ja, hier Alkohol ist voll. So. Er hat halt 114 Arbeiter an Bord. Und der hat 153 an Bord. Und die fahren jetzt in der Gegend rum, oder wie? So, Moment, jetzt halte ich mal kurz an, bevor der hier anhält. So. Okay, hier können gerade nicht besonders viele arbeiten. Hier können auch nur 11 arbeiten. Okay. Hier ist er eigentlich auch voll. Hier ist er eigentlich auch voll. Okay. Hier. Ja, wie gesagt, Flüssigdünger habe ich genügend. Hier steigt halt auch niemand aus.
Okay, dann liegt das daran, aber warum steigen die denn überhaupt ein? Oh Moment, dann muss ich ja. Dann muss ich das ja gar nicht aus. Das Aussteigen gar nicht erzwingen, sondern dann sollen die auf dem Rückweg. Na, meine ganzen Fenster wegmachen. Moment, dann machen wir mal die Linie kurz auf. Dann sollen die auf dem Rückweg die Leute hier aussteigen lassen. Dann alle, die hier nicht aussteigen, sollen dann hier aussteigen. So, und das bedeutet, der Zug lässt jetzt, ja, ein paar steigen hier aus, genau. Und dann fährt er jetzt weiter. Ich will das. Warum hat er da jetzt kurz gehalten? Ach so, wahrscheinlich um Linienabstand zu halten. Ich will nämlich jetzt die Buslinie dann eigentlich ausschalten. So, jetzt fährt er hier und dann soll er hier jetzt halten und hier. Ja gut, hier steigen jetzt alle voll aus. Gut, dann gehen die wenigstens irgendwo arbeiten. Und hier warten jetzt wieder. Ja, hier warten ja auch nur 150 Leute. Okay, die nimmt er jetzt wieder alle mit. Jetzt verfolgen wir ihn noch einmal. Dann halten wir mal kurz an und schauen, wie viel da theoretisch aussteigen könnten. So. Also hier haben wir ja ein paar, hier haben wir fast keine. Hier haben wir eigentlich so gut wie niemanden. Hier kann auch keiner arbeiten. Hier ist momentan auch fast voll. Hier ist auch voll. Also im Prinzip kann fast keiner aussteigen. Ja, und so ist es auch. Es steigen nur 6 Leute. Die anderen machen halt einfach eine Spazierfahrt. Die fahren von der Innenstadt einmal ins Industriegebiet, weil es einfach schön ist, und fahren dann wieder zurück und werden dann halt dann an der Haltestelle wieder rausgeschmissen, damit sie dann hier irgendwo arbeiten gehen können. Also so ist die Lösung. Ich muss halt hier jetzt den Ausstieg erzwingen, dann schmeißt sie hier jetzt die 160 Leute wieder raus. Genau so ist es. Okay, ja. Jetzt ist nur die Frage, ja gut, jetzt sind die zwei Züge fast direkt hintereinander, das ist natürlich jetzt auch nicht so optimal. Moment, ich muss in die Linie geschwind reingehen. Hier kann ich es jetzt hier nicht einstellen, sehe ich, das heißt, ich muss das in diesem Endding, aber hier habe ich automatischer Abstand. Die fahren fast direkt hintereinander, von wegen automatischer Abstand. Ich weiß ja nicht, wie viele Sekunden wichtig sind. Moment, aber ich kann doch in der Linie gucken, wie lang brauchen sie. Länge der Linie, benötigte Zeit 191 Sekunden. Okay. Fahrzeuge auf der Linie 1. Moment, wieso nur eins? Die sind nicht auf derselben Linie? Warum sind die nicht auf derselben Linie? Ich habe die doch vorhin der Linie zugewiesen. Wo ist der andere Zug gerade? Der gerade im. War das hier? Tatsächlich. Der ist nicht auf derselben Linie. Der soll hier bitte dazu. So, jetzt können sie auch die Abstände einhalten.
Eine Minute ist eine Stunde. Okay, danke für den Tipp. Das wusste ich tatsächlich noch nicht. Aber wenn die natürlich auf unterschiedlichen Linien gefahren sind, ist klar, warum die direkt hintereinander waren. Aber ich denke, dass wir es jetzt so in den Griff kriegen können. Und dann kann ich jetzt meine Buslinie einstellen erstmal. Die brauche ich jetzt nicht mehr. So, Liste der Linien. Straßenlinien. Ja, wie heißt der? Industriegebiet und das ist in Innenstadt, geil, ja. So, Innenstadt, Industriegebiet. So, ihr zwei. So, alle Halte entfernen. Wo kann ich euch parken? Ist voll, glaube ich, ja. Das Ding ist voll. Das ist ein Baubüro. Ach komm, ich parke euch im Baubüro. In meinem leeren Baubüro. So. Gut. Ja. Achso, Moment, ich habe die Linie jetzt nicht geändert. Gell? Ich habe nur die Busse runtergenommen. Wobei, ja, ist okay. Die Linie darf ja für Notfälle noch bestehen bleiben. Es war blöd, die zu löschen. Okay. Damit ist der Bus... ja, ich spiele im realistischen Modus, ja. Also, das ist mein erster... im Prinzip mein erstes Let's Play, ja. Ich habe ganz zu Beginn, also das ist jetzt schon einige mittlerweile Monate her, wo ich das begonnen habe, weil ich immer nur einmal die Woche stream. Ich habe im nicht realistischen Bauen angefangen, also ich habe auf schwer angefangen, alles ein bis auf Bau und habe dann im Laufe des Spiels irgendwann umgestellt. Aber das ist jetzt schon eine Weile her, aber ich spiele mit realistischem Bau, ja. Also quasi alles an, was man anmachen kann. Außer, was mir aufgefallen ist, bei mir regnet es nicht, weil ich wahrscheinlich erst später im Spiel die Einstellung reingemacht habe. Es ist bei Spielen, wo man im realistischen Modus beginnt, regnet es ja auch, aber das ist bei mir nicht. Das ist mir irgendwann das letzte Mal bewusst geworden. So, Moment, das kann ich aber ja hier den Abriss wieder fortsetzen, damit wir das hier auch noch wegkriegen. Das hat ja noch ein paar Arbeitstage vor sich hier, der Tunnel. 2300. Ah, wir hätten einen Arbeitstag früher aufhören sollen, dann wäre es lustig gewesen. Okay. Ansonsten hier läuft jetzt alles. Fahrzeugexport läuft auch. Ah, okay, der ist erst frisch gefahren gewesen, 300.000. Hier hätten wir noch jede Menge Platz für weitere. Allerdings der Bahnhof hier, der bietet ja nur... Ja, nicht von der ganzen Siedlung die Arbeiter ab, deswegen. Du hast die Mod Time Master, du hast deinen Start ja auf 1920 eingestellt. Das habe ich auch schon gesehen bei jemand anderem, da gibt es ja dann auch noch ganz andere Fahrzeuge und so weiter zu dem Zeitpunkt. Das fand ich auch ganz interessant, weil man ist ja doch... verhältnismäßig schnell. Ich meine, ich spiele schon seit einigen Wochen, aber man nähert sich ja der Realität relativ schnell an. Und wenn man überlegt, dass ich gerade mal das hier gebaut habe, also wenn man das ja auf der gesamten Karte anguckt, das ist ja ein Witz. Also wenn man die ganze Karte quasi bebauen will, dann ist man ja bis ins Jahr, da reicht auch die Mod 1920, glaube ich, nicht. Da muss man bis ins Jahr 2500 spielen, glaube ich. Da gibt es nur wenige Fahrzeuge. Also hast du wenige runtergeladen oder gibt es tatsächlich nur wenige? So, was ist hier? Warum ist... Achso, ist der Tunnel unten. Ja, okay. Also ich habe mir tatsächlich auch die ersten Mods runtergeladen, aber ich... Genau, hier sind sie. Das hydroelektrische Kraftwerk. Ich habe es allerdings noch nicht benutzt. Kleine Baubüros und ein Riesenbaubüro. Die Kirche, das ist so ein Ding, also ich könnte es mal aktivieren.
Ich weiß jetzt gar nicht, wo man die Kirche findet. Die Kirche ist so ein Rätselgebäude. Haben die Entwickler das einfach, bringen die das erst zum Release raus, dass eine Kirche mit dabei ist? Oder ist das einfach der Witz im Spiel, dass die Leute eine Kirche wollen, aber man nie eine Kirche bauen kann? Das habe ich noch nie verstanden. 1920 gab es ja noch nicht allzu viel, aber ich lade immer noch herunter. Ja gut, klar, stimmt, ja natürlich. Damals gab es ja nicht wirklich viele Fahrzeuge, das stimmt. Also zumindest die Variation, gut auch von der Menge her natürlich, aber ja, verstehe. So, Moment, jetzt habe ich aber ja hier umgebaut. Das bedeutet, ich kann jetzt hier die Straße ausbauen und zwar einmal hier komplett. Ihr habt ja Wege zum Außenrumfahren, genau, das ist in dem Fall kein Problem. Als nächstes kann man das hier dann komplett ausbauen. Und dann kann ich auch hier eigentlich um den Busbahnhof rum. Ich meine, der wird ja noch angefahren. Das ist jetzt unser Kollege, der die Arbeit hier hinten hinbringt zum Kieswerk und zum Forstwirt. Da wird er immer noch hingefahren und der Rest ist natürlich die Frage, kommen hier eigentlich auch noch genügend an? Moment, wie viel hat der dabei? Er hat 30. Mal gucken, wie viel Arbeit ich hier jetzt. Warten, bis der nächste Zug kommt. Ja, knapp über 20 hat der jetzt mitgenommen. Jetzt warten wir mal eine Runde, bis der wieder runterkommt. Ja, jetzt kommen nämlich gerade mehr. Ich glaube, jetzt verschwinden auch die ersten gleich wieder, weil sie zu lange warten. Aber wobei, nee, reicht noch. Okay, jetzt nehmen wir einen Schwung von 40 Leuten mit, okay. Das ist halt insgesamt nicht viel. Jetzt haben wir ja noch den Bus, der hier hochfährt. Der hat 48 Arbeiter mit dabei. Der fährt da von der Stadtmitte. Also von der Innenstadtbushaltestelle fährt der jetzt nach oben. Eigentlich bräuchte ich hier mehr Leute. Ich könnte natürlich auch hier so Werkwohnhäuser hinbauen. Allerdings wollen die natürlich dann auch einen Supermarkt haben. Und nee, das will ich dann nicht machen, dass ich hier noch eine kleine Stadt aufbaue. Das braucht es nicht. So, unsere unzufriedenen Studenten mal wieder. Eigentlich sollte ich das Ding abreißen. Wie schaut es denn hier aus? Ihr seid noch 85, 76. Das dauert ewig, bis die auf natürliche Weise geleert sind. Aber ich lasse es weiterlaufen und erst wenn die weg sind, 500 Leute ohne eigene Wohnung. Ja gut, da habt ihr Pech gehabt, da kann ich jetzt gerade echt nichts dran ändern. So, jetzt ist Frühjahr. Eigentlich hätte ich es im Herbst machen sollen. Ich sollte mir überlegen, lasse ich es bei diesen Feldern oder steige ich um auf hier große, ich könnte nämlich die hier so quer, ich glaube, ich könnte da so ein großes Quer reinmachen. Ich schaue gerade mal kurz. Ja, ich könnte hier eins hinmachen, ich könnte hier eins hinmachen und dann könnte ich so eins noch hinmachen. Dann hätte der kleine Bauernhof hier große Felder. Komm, das machen wir. Wenn da jetzt ein Jahr nichts kommt, weil die Fruchtbarkeit zu niedrig ist, dann ist das jetzt nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ich werde es mal wieder, ich werde es mal machen. Boden wiederherstellen. Keine Ahnung, ob das was bringt. Es ist reines Experiment. Wenn ich da jetzt ein Feld ja drüber baue, dann ist ja die Fruchtbarkeit gleich null. Ich mache es trotzdem mal. So, und jetzt natürlich noch den Weg abreißen. Steam-Werkstück gibt es sogar 5. Ja. 65 Seiten mit Fahrzeugen. Ich habe ja auch im Workshop jetzt vor kurzem das erste Mal reingeguckt. Da wirst du ja erschlagen, was es da alles gibt. So. Straße weg, Straße weg, Straße weg. So, alle Straßen weg. Scheint so. Ne, hier ist noch eine übrig geblieben. Hier. Ne, das ist ein weißer Fleck.
Okay, dann lasst uns mal kurz. Ich habe einfach nur, als ich mir die Mods runtergeladen habe, habe nach den beliebtesten erstmal gesucht und habe die dann einfach runtergeladen. So, wir können jetzt hier eins hinmachen und im Prinzip kann ich das, brauche ich gar keinen Abstand lassen, das kann ich direkt so hinmachen. So, dann hier machen wir aber, wir sind der Dekadent, wir machen eine Asphaltstraße. So. Und selbstverständlich werden wir das hier auch in eine Asphaltstraße abändern und das hier auch. Und weil wir gerade schon dabei sind, dass auch der Zugang zu diesem Feld wird selbstverständlich auch asphaltiert. Das Ganze wird jetzt gebaut. So. So, und zu guter Letzt kommt hier hinten dann noch ein Feld hin. Ach so, hier unten stört es mich die Straße. Ja gut, dann setze ich es halt eins hoch. Hier stört nämlich jetzt dieser Straßenzipfel. Aber das ist egal. So. Hier ist auch noch Sträßle. Im Prinzip können wir doch jetzt hier so, genau. So und so. Und alles bauen. So, hat das jetzt was gebracht? Nee, Fruchtbarkeit bei 0. Schade. Ja, dann wird auf den drei Feldern halt jetzt nichts mehr ausgesät. Das ist jetzt egal. So, kann ich dir... Nee, die kann ich noch nicht zuweisen. Schade. Oh ja, das Spiel macht mega Spaß. Selten so ein komplexes, aber dennoch herausfordernd. Also gut, komplex und herausfordernd, wie soll ich das jetzt sagen? Also, ja, es hat sehr, sehr, sehr viele Mechaniken drin, wo man nicht denkt, dass die drin sind, dass man sowas ins Spiel einbaut. Manche Sachen müssen natürlich verbessert werden. Logisch, es ist nicht alles Gold, was glänzt in dem Spiel, aber so viele Ebenen, worauf man achten muss und was man machen muss, damit das läuft, das ist faszinierend. Also mir macht es auch riesen Spaß. Ich habe jetzt ungefähr aber noch nicht so viel Erfahrung. Wie gesagt, ich streame einmal die, also ich streame zweimal die Woche, aber ich streame einmal die Woche Workers and Resources, immer freitags momentan. Und deswegen ist das immer noch derselbe Spielstand. Privat habe ich ein bisschen gespielt, aber nicht allzu viel. Ich habe jetzt gute 100 Stunden Spielerfahrung. Aber ja, du siehst, ich bin gerade mal im Jahr 81, also es gibt noch so viel zu tun. Ich habe zwar schon alles erforscht, aber ja, ich will jetzt als nächstes, wenn ich jetzt fertig bin mit Optimieren und jetzt habe ich nach über 10 Jahren Bauzeit endlich die U-Bahn hinbekommen, möchte ich jetzt dann mal gucken, dass ich irgendwo noch eine zweite Stadt hinpflanze. Ich bin mir aber noch nicht einig, wo ich das mache. Muss ich mal schauen. So. Vielleicht auch noch was mit Schiffen oder Flugzeugen, das habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert. Das Gute ist, die Hubschrauber, die bringen schon überall den Kies hin. Obwohl das im Raster gebaut worden ist von mir, seht ihr den Unterschied? Hier vorne auch. Nein, ist nicht so schlimm, aber das wundert mich ein bisschen, weil ich hab's ja im Raster gebaut eigentlich. Moment, das Feld ist größer. Das ist sowohl auf der Seite über wie auch auf der Seite. Das ist fast ein Feld größer als das andere hier. Komisch. Und was das hier soll, das... Ach, hier geht eine Straße hoch. Ach Gott. Moment. Wobei, auch hier gehen überall Straßen hoch. Okay, ich muss das Feld hier nochmal abreißen. Und auch das hier nochmal. Und das müssen wir nochmal neu bauen. So.
So, jetzt passt. Jetzt sind nämlich diese ganzen Ausbuchtungen nicht mehr da, weil ich die Straßen abgerissen habe. Und klar, hier waren die ganzen kleinen Felder, das waren noch die alten Zufahrten. Hier haben wir sowas nicht, oder? Nee, da ist alles gut. Da ist alles gut. Okay, dann baut mal die Straßen. Was ist hier noch im X? Du wirst schon auch gebaut. Hier bitte auch. Warum habe ich euch nicht gestartet? Vergessen, so hier. Vielen lieben Dank für dein Follow. Freut mich. So, der Winter ist vorbei. Hier oben die Straße müssen wir auch noch. Die Straße, die wird heftig. Weil ich da halt kein, da kann ich keinen Bypass machen. Doch, könnte ich. Natürlich könnte ich einen Bypass machen. Der Bypass würde dann hier hochlaufen und hier oben rum. Das mache ich auch. Ich ziehe einfach eine Asphaltstraße weiter. Bis hier hoch. So, das können wir auch mit niedriger Priorität bauen. Und dann können die Autos hier oben ausweichen. Und können hier runterfahren. Und dann kann ich die Straße hier auch komplett auf Asphalt ausbauen, ohne dass ich mich irgendwie selbst kastriere dabei. Sehr gute Idee. Allein deswegen hat es sich jetzt schon gelohnt, dass ich das umgebaut habe. So, meine Studenten sind nach wie vor unzufrieden und ich weiß immer noch nicht wieso. Ihr habt hier keine Probleme, aber ihr seid nur bei 49% Zufriedenheit. Liegt es daran, weil ihr keine Wohnung habt? Die haben keinen Alkohol. Armes Kind. Oder wäre ich auch deprimiert. Aber warum ist die Kneipe überfüllt oder wie? Halt das Einkaufszentrum. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich noch gerade genug Platz da. Ja, hier eins habe ich gebaut. Da ich eine, wie du siehst, eine Quote von 88% Uni-Abschlüssen habe, habe ich nur eins gebaut, das reicht. So, wie viele Arbeitsstunden haben wir? 2635 Arbeitstage noch. Also ich bin mit der Forschung schon komplett durch, also schon seit einigen Jahren. Sowohl mit der medizinischen, kann ich nur das hier, das sind ja Dinge, die man immer wieder erforschen kann. Genauso wie der Pipeline-Anschluss und Werbekampagne. Also Fernsehsender habe ich noch keinen gebaut, das wäre auch noch was, wo ich mich ranwag. Aber das Funkhaus habe ich hier schon stehen, das mich dann eben auf 74% Regierungsloyalität gepusht hat. Mehr geht nicht, ich glaube 75% ist das Maximum, wenn man das Funkhaus hat. Ich weiß nicht, ob über der Fernseher dann noch höher gestaltet werden kann, das habe ich noch nicht ausprobiert. Und ein schöner Zebrastreifen hier oben jetzt. So, mehr müssen wir hier, glaube ich, jetzt nicht ausbauen, weil die laufen hier nach hinten. Ah, doch. Im Prinzip, das Stück müsste eigentlich auch noch ausgebaut werden. Können wir eigentlich machen, oder? Ja, ich habe 380 Tonnen Kies hier, 870 Tonnen Kies da. Ich brauche momentan keinen Kies. Ja, komm. Ihr kriegt auch noch beleuchtete Wege, wenn er zum Kieswerk läuft. Das ist okay. Ansonsten, die Wege sind ja schon beleuchtet. Hier läuft keiner, da läuft keiner. Hier ist alles beleuchtet. Ne, mehr müssen wir hier oben nicht ausbauen, außer halt Asphaltstraße hier. So, jetzt habe ich aber mal genügend gebaut, weil jetzt sind sie so lange beschäftigt. Ja, die müssen jetzt erstmal alles abarbeiten, vor allem das Zeug hier oben. Kiesgrube braucht keine Arbeit, die kannst du auf Müll stellen, wenn du Bagger hast. Ja, ich hab Bagger. Okay. Danke für den Tipp. Wie machen wir das doch gerade? Man lernt einfach auch so gut wie nie aus bei dem Spiel. Also wenn du mal vorhast, eine U-Bahn zu bauen, ich kann dir jetzt helfen und weiß jetzt, was man alles bauen muss, damit es funktioniert. Ah, Katastrophe, aber ich bin so froh, dass es jetzt läuft.
Ah, krass, die warten dann auch wieder. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Die werden hier zum Aussteigen gezwungen und warten dann hier. Ist irgendwie auch nicht das, was ich mir vorstelle, wenn ich ehrlich bin. Aber meine Betriebe laufen doch hoffentlich alle. Einkaufszentrum ist voll. Das ist voll, das ist voll, das ist voll. Ja. Hier läuft es hoffentlich auch. Gebäude hat kein Trinkwasser. Was ist los? Doch, Betrieb ohne Probleme. Was war jetzt los? Glaube ich, ja, theoretisch habe ich zu viel hier. Hier ist die Wasseranschlussstation. Wo war da jetzt gerade Problem? War, hat hier keiner mehr gearbeitet oder was? Oder hier oben nicht? Doch. Also alle Betriebe arbeiten. Achso, du hast gerade mal 780 Einwohner. Gut, im Jahr 1926, okay, ja gut, da braucht man auch noch keine U-Bahn. Die gab es da ja auch, glaube ich. Wobei, doch, wann ist in London die erste U-Bahn gebaut worden? Das war doch recht früh, in den 1900ern. Aber dennoch ist es ja nicht Sinn der Sache, dass die hier einsteigen, nach unten fahren, unten aber nicht ausgeladen werden, dann nach oben fahren, oben wieder rausgeschmissen werden und dann stehen bleiben und den nächsten Zug wieder einfahren. Ja, der hat nämlich jetzt eine Gesamtreisezeit von 4 Stunden schon. Wo will der überhaupt hin? Der hat jetzt 5 Stunden überschritten. Der arbeitet nicht mehr. Hier werden sie wieder rausgeschmissen. Google sagt 1863. Okay, danke fürs Googlen. Bedeutet, theoretisch müsstest du auch eine U-Bahn schon bauen können. Wobei ist natürlich die Frage, ob die U-Bahn dann auch in den Sowjetblock exportiert worden wäre. So, aber nichtsdestotrotz gefällt mir hier die Mechanik der U-Bahn nicht so ganz. Es sind ein Haufen Bürger, die auch meine Betriebe... Die laufen soweit. Wobei hier jetzt sind gerade nicht besonders viele ausgestiegen. Er hat 189 wieder dabei. Also viele von denen arbeiten gerade nicht, behaupte ich. Okay, jetzt sind 30 Leute ausgestiegen. Okay, das Ding ist fast voll gewesen. Das ist auch fast voll. Jetzt sind ein paar viele Fenster offen. Also zumindest die Fabriken hier unten, die sind alle ausgelastet. Also noch ca. 300 Rubel. Ich habe erst ziemlich spät Bürger bei mir einziehen lassen. Also nach 3 bis 4 Jahren. Ich bin gerade dabei, die Nahrungsindustrie und die Kleidungsindustrie aufzubauen. 300.000. Okay. Mit was machst du da dein Geld? Auch mit Kleidung oder gibt es so früh durch die Mod irgendwie anderes, was lukrativ ist? Ich habe ja durch Öl am Anfang mein Geld gemacht, indem ich einfach die Ölpumpen, die jetzt hier auf mein Kraftwerk und auf meine Raffinerie laufen, die habe ich anfangs direkt per LKW verschifft, habe irgendwann eine Pipeline gebaut. Aktuell exportiere ich noch Öl über diese Pumpe hier. Das ist die einzige, die noch hier Öl durchjagt. Aber der Ölpreis ist dermaßen im Keller. Das also nicht die Geologie. Na gut, du kannst ja ein bisschen cheaten, falls du das nicht weißt. Du kannst ja, gut, ich habe Geologie erforscht, aber du kannst, du könntest dir zum Beispiel
einfach eine Ölförderpumpe nehmen und dann kannst du über die Karte fahren. Und da, wo es grün wird, da weißt du, da ist ein Ölvorkommen. Das möchtest du gar nicht. Okay, alles klar. Ja, ich habe das gemacht. Ich finde die Mechanik zwar auch merkwürdig, aber ich habe sie ja ausgenutzt in dem Fall. Wobei ich ehrlich gesagt das hier gar nicht habe machen müssen, weil ich wusste, weil ich beim anderen Stream zugeguckt habe, dass hier ein Ölfeld liegt, weil er dieselbe Karte gespielt hat. Das heißt, du setzt auf, vermutlich auch auf Kleidung. So, oh Gott. 40 Minuten Folge, ich habe vergessen, die YouTube-Folge zu beenden. Ja, ich mache mal Schluss hier, sorry. 40 Minuten ist recht lang. Also, bis zur nächsten Folge, macht's gut, ciao.